Recht herzlich willkommen zur 163. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, dass wir uns um den öffentlichen Nahverkehr kümmern wollen. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Hier war das. Hier ist irgendwo auch die Buslinie kaputt, in Anführungsstrichen. Da wollen wir da mal reinschauen. Hier irgendwo hört was mit Lila auf. Ja. Jetzt ist das dann so ausgewählt. Jetzt müsste man wissen, was lila ist, ne? Aber ich glaube, das ist die Straßenbahn, ne? Oder? U-Bahn? Ne, U-Bahn war das nicht. Straßenbahn, das müsste so sein, oder? Also, die Linie kommt hier lang, da lang, da lang. Ja, keine Ahnung, wo die lang kommt. Auf jeden Fall soll die da einen Kreis machen, ne? Wo war es jetzt da? So, jetzt müsste man nur wissen, wie man so. Ah ja, das war falsch. Jetzt müsste ich diese Linie wieder aktivieren, aber wie? Jetzt haben wir es nämlich geschafft, die sozusagen da. Fahrt nicht auffindbar. Haltestellen zum Verlegen ziehen. Ich die da einziehe, freuen die sich ein bisschen. Warte mal, die machen wir weg. Und hier gibt es eine Haltestelle, die ziehen wir dann dahin. Und machen wir dahin. Tja, schön wäre es. Ah, jetzt weiß ich, warum es nicht geht. Ah, da ist die Straße kaputt, deswegen funktioniert das nicht. Ja, okay, dann war es das da. Die kriegt man jetzt hier auch gar nicht weg. Leider ist die Straße dann dort auch nicht machbar. Dann ist die Frage, wie kommen wir dort überhaupt hin? Das bedeutet, dieses ist alles sowieso erledigt, ne? Ja, dann müssen wir mal hier den wegnehmen. Das macht keinen Sinn, weil ich glaube, da fährt sowieso keine Straßenbahn lang, weil die kann ja nicht drehen. Die Linie ist im Endeffekt tot. Hier ist eine, die fährt da lang. Gut. Okay, dann nehmen wir die mal ganz weg. Macht ja keinen Sinn, die zu behalten. Und dann ist die da auch weg. Leider ist das so. Aber warum sollen die sich da hinstellen? Und dann können die doch nicht da was machen, ne? Gut, schade drum. Das Viertel ist dann leider nicht angeschlossen, weil da definitiv dann die Rundschleife dahin fehlt. So leicht. Lila an der Straße, da sieht man dran, dass die dann haben sie wohl auch verbessert. Das war früher, glaube ich, nicht. So, das heißt, da müsste man jetzt schauen, dass man, ich weiß gar nicht, Autos dürfen da, glaube ich, nicht rüberfahren. Das ist eine reine
Straßenbahnbrücke, oder? Ja, sieht wohl so aus. Gut, okay. Ist so. So, 24.000 und 24 Millionen. Wir sind da schon mal drunter. Hier sieht es auch ganz gut aus. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen was machen. So, da wir da nicht mehr abtransportieren können, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Hier fährt der Zug. Ja, ich glaube, wir fangen mal einfach irgendwo an, aber es ist besser hier. Hier fährt schon mal ein Bus durch die Gegend. Aber der Bus kommt gar nicht zum Bahnhof, weil der ist hier. Da gibt es nur Taxis. Der fährt hier lang und kommt von hier vom Busbahnhof. Okay. Ist dann echt die Frage, ob das Sinn macht, dass der so fährt, ne? Dann lass uns dort noch eine Linie hier hinzaubern. Fährt da lang. Dort lang. Da lang. Kommt dann wieder. Hier war irgendwo noch einer, ne? Machen wir da gegenüber auch noch einen hin. Hier. Hier. Hier will auch keine machen, oder was? Okay. Kommt dann hier hin. Fährt dahin. Dorthin, kommt dann wieder zurück nach hier und das ganze Ding schließt mehr hier. Dann haben wir eine schöne Buslinie, die am Zugbahnhof, da am Eisenbahnbahnhof vorbeifährt, ne? So. Kann man das irgendwie dann auch anklicken? Sieht wohl nicht so aus. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ich hätte jetzt gerne die Info. Ah, die Info wirst du sehen, indem du hier die Leute da stehen siehst, ne? Und da sind schon mal welche auf jeden Fall. Gut. Okay, wahrscheinlich ist der irgendwann hier losgefahren. Der Linie fährt ja schon ein Bus. Aber die haben wir gar nicht gebaut. Da wird ein Haus gebaut. Ich sehe auf der Linie noch kein Fahrzeug. Nee. Da ist es. Kriegen wir den angeklickt gleich? Ja. Kein Passagier da drin, okay. Liniendetails. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Fenster eigentlich ein bisschen verschieben. Kriege ich aber wohl nicht hin. Das sind die Leute, die da stehen, oder wie sehe ich das? Schwierig, ne? Linienübersicht, ne, die wollte ich jetzt nicht so haben, sondern das können wir farblich ändern, auch cool, oder? Ich mach die mal so jetzt. Und Buslinie 45 startet da. Fährt Tag wie Nacht. Passagiere 0.
Fahrzeuge 6, Haltestellen 13. Okay. Da kann ich jetzt nichts sehen. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Ach, das ist ein Bus, der auf der Linie fährt. Okay, das sind die 6 Fahrzeuge. Respekt. Fahrzeuganzahl ändern. Okay. Kinder, Junge, die Junge, irgendwelche Passagiere. 0, 0, 0. Okay. Das bedeutet, das müsste Bus Nummer 1 sein, der da jetzt fährt, ne? Wo ist denn der? Am Bahnhof jetzt vorbei, okay. Okay, die Linie wird jetzt gerade mit 4 Passagieren angenommen, oder wie sehe ich das? Okay. 4 Passagiere. Oh, da sind 6 eingestiegen, okay. Jetzt müssen wir gucken, wie viel da mitfahren werden. Da stehen auch schon einige. Zähne und jetzt voll. Sind welche ausgestiegen, aber es steht schon wieder jemand da, ne? Ach so, dass die Zahlen hier rechts neben sind die Passagiere, die dann vorhanden sind. Wow. Okay, 54 stehen an dieser Haltestelle jetzt. Und da ist aber schon ein Bus. Ne, das war... Doch, das war ein Bus. 53 sind da, okay. Jetzt kommt ein voller gleich an. Also, grandios gemacht, muss ich sagen, ne? So, da war jetzt der Bus und 49, 50 stehen da noch. Der nächste kommt aber mit relativ wenig und dann diese können dann diese Passagiere alle mitnehmen, ne? Ist schon einer wieder zurück? Nein, und da vorne 19, 15, 3. Okay. Also das hier ist die Hauptbushaltestelle, wo wir jetzt gerade sind, ne? So, jetzt müssten da 8 sein, wenn keiner aussteigt. Sind's auch. Die letzten 2 haben gar keine Passagiere, okay. Okay, jetzt kriegt der aber einen. 75 warten hier. Gut, dass noch 550 Plätze kommen. Okay. Der erste ist schon wieder hier vorne und der ist auch voll. So, der wird jetzt hier voll auf jeden Fall, ne? Ja, ne, ganz 3 fehlen. Also sind wieder welche ausgestiegen dann auch, ne? Wir müssten dann eine Taktung einführen, denke ich mal, ne? Ob das geht, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das war schon immer bei so Spielen schwierig, dass eine Taktung geht. Simotrans hat das Problem ja auch, ne? Mit den Bussen. Da ist gerade ein Bus angekommen, aber das ist ein anderer Bus dann. Das könnte natürlich auch sein, ne? Klar, weil wir haben ja auch farblich das geändert und der farbliche ist das da, ne? Jetzt kommt der Bus nämlich. Okay, das sind 2 Bushaltestellen. Das heißt, das würden nie alle von dieser Linie sein, die da stehen, oder? Doch, dann wird es hier nicht angezeigt. So, der ist weg und der nächste ist schon näher. Warum fährt denn der nicht? Steht jetzt keiner. Auch voll. Ja, der hält jetzt an und kassiert, ne? Deswegen dauert das ein bisschen. Jetzt kommt der nächste gleich. Steht auch schon in der Schlange. So, jetzt fährt er wieder. Und der nächste packt so ein. 21 sind drinne. Der ist aber auch voll. Dann kommt schon 18. Oh, das geht mal gerade so aus auf der Linie, wa? Ja, und so wie es aussieht, können wir alle Buslinien einmal so anpacken und gucken, wie viele Busse da drauf sind und Fahrzeuge verändern hier, ne?
So, 18. Keiner mehr hier. Da sind jetzt gleich 9. Der letzte hat ja hier 3, ne? Also das heißt, das läuft alles prima eigentlich bis jetzt. Siebzehn wollen weiterfahren jetzt. Macht auch. Und die 30, da müssen jetzt welche aussteigen. Will ich hoffen. Sind 10 ausgestiegen, läuft. So, was mit den 11? Werden die aufgenommen? Ja, läuft. Wunderbar. 14, 1, 18, 19. Der ist allerdings voll. Ja, das. Okay, der liefert jetzt hier gerade ab. 17. Ich denke, die Linie ist am Laufen. Gut. Da nochmal rein. Es ist da vor ein blauer Bus hin, oder? Ach so, doch, der blaue Bus ist hier. Da fährt er lang. Das ist die einzige Haltestelle, wo die wechseln, ne? Ist aber gut so, denke ich mal. Wie haben wir das denn eben geschafft? Dass wir diese Linie angeklickt haben, ne? So. Wenn ich jetzt wüsste, welche Linie das ist, ne? Linie verbergen, ne? Linie angucken, da ist es. Linie 44. Jetzt gehen wir hier auf diese Linie. Mach das Fenster mal gerade wieder zu. Gehen wir hier hin. Und das ist die Linie, die ich meine, ne? Genau. Gut, 44 passt. So, jetzt müssen wir da mal reingucken. 30, 4, 6, 30, 17, 30, 30. Ja, und die fahren voll durch die Gegend, ne? Und da stehen noch 30. Das bedeutet, hier muss mehr Fahrzeuge drauf. Nochmal 3 zusätzliche hin. Die fahren jetzt hier los, glaube ich, oder? Das ist der Busbahnhof, ne? Das Fenster wäre schön, wenn es ein bisschen woanders wäre, ne? Kann das jetzt aber auch nicht wegschieben, glaube ich, ne? Oder? Naja. Das ist hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Busse. Und sind auch 9 Busse, alles klar. Der ist schon durch. Erwachsene fahren, Senioren weniger, alles klar. Oh, ersparte Autofahrten, cool. Gut, lass das mal so. Ich würde aber sagen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge noch weiter drum, weil das war noch nicht alles. Wir müssen ja noch ein bisschen was mehr machen damit, ne? Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.